Leute, für dieses Video hatte ich eigentlich geplant, euch die Roadmap der ersten 365 Tage von XDefiant zu zeigen, aber da greife ich ja ein Video vor. Denn wir haben ja noch eine Preseason zum Release von XDefiant. Gibt es 6 Wochen lang Preseason quasi, Season 0, und die bietet ja jetzt schon eine ganze Menge, bis wir dann in der ersten Season schon eine Menge Content hinterhergeschmissen bekommen. Völlig kostenlos. Ich zeige euch die Roadmap und zeige natürlich gleich dann auch noch, Moment, jetzt ist es zurückgesprungen, welche Modi wir alles erwarten können. Wir haben zum Start von XDefiant die ersten 6 Wochen lang 5 Fraktionen. 4 sind schon freigeschaltet. Die letzte müssen wir freischalten durch Zocken. 24 Waffen. 44 Aufsätze, ebenfalls alles freizuschalten für ein bisschen Grindspaß. Auch alles Waffen, die wir aus dem COD-Universum oder auch aus verschiedenen Ubisoft-Teilen wie The Division kennen. COD natürlich, bevor die Publisher die Lizenzen nicht mehr bekommen haben. Keine Ahnung, ob das zu viel Geld war oder ob sie sie einfach nicht mehr bekommen haben oder nicht mehr wollten. Da stehe ich nicht ganz im Bilde. Auf jeden Fall sowas wie eine AK-47 gibt es auch in XDefiant. Und die heißt nicht sowas wie Lachmann oder so ein Blödsinn. Dann haben wir 14 Maps zum Release, 3 Arena-Modi, 2 lineare Modi und einen Battle Pass. Die Battle Pässe, keine Ahnung, Pässe ist glaube ich die Mehrzahl, beinhalten 90 Stufen. Eine Season geht übrigens 90 Tage, wenn es dann soweit ist. Das werde ich aber nochmal in dem nächsten Video ein bisschen erzählen. Und ich möchte euch noch sagen, was wir für verschiedene Modi haben. 5 an der Zahl. Vorherrschaft kennen wir, erobere 3 Zonen A, B, C. Wer die meisten Punkte oder die längsten oder die meisten Zonen oder lange genug die Zonen hält, meine Fresse, kennen wir aus COD, kennen wir aus Kontrolle bei Apex Legends. Dann haben wir Besatzung. Nimm eine einzige sich bewegliche Eroberungszone ein und halte sie. Das ist sowas wie Stellung, glaube ich, in COD. Dann haben wir Zonenkontrolle, verteidige die Eroberungszone oder greife sie an. Eskortieren, eskortiere eine Ladung von A nach B oder verhindere, dass das andere Team rankommt. Und Hotshot, das ist tatsächlich bis heute einer meiner Lieblingsmodi überhaupt in Call of Duty. Einfaches, stupides Abschuss bestätigen, drauf, Marke einsammeln, sich freuen. Sowas wie Team Deathmatch auch noch. Team Deathmatch wird sicherlich auch noch ins Spiel finden, denke ich, über kurz oder lang. In den ersten 365 Tagen bin ich eigentlich relativ überzeugt, ohne dass ich es tatsächlich weiß. Also, Ladies and Gentlemen, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche von diesen 5 Modi wird euer Favorite sein. Meiner, wie gesagt, Abschuss bestätigt. Ja, schauen wir mal, und gerade Abschluss bestätigt ist eher so eine Sache, die kannst du mal ganz alleine zocken, egal wie gut die Randoms sind. Die anderen Modi sind eher so mit Absprache, wenn du wirklich so richtig, richtig dolle Bock hast, jeden Scheiß zu gewinnen, dann ist wahrscheinlich im Team das besser, als wenn du solo Abschuss bestätigt zockst. So, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede, freut euch aufs nächste Video. Da gibt es die Roadmap für die ersten 365 Tage. Das war's von mir. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr weiteren XDefiant Content von mir sehen wollt. Natürlich auch Apex Legends, GTA 6 und so weiter und so fort. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.